Herzlich willkommen zu einem Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf den Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung und schreibt noch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt den neuen Item-Shop an. Und dort haben wir heute wieder zwei neue Skins drin. Und zwar haben wir als erstes hier den Sumpfstapfer-Skin. Dort haben wir sogar mehrere Stile, einmal nämlich den Standard Ziel, also den weißen Ziel und dann noch einen dunklen Ziel und dazu gibt es dann die Sumpfschneider als Spitzhacke. Hier haben wir auch wieder genau die gleichen Ziele, also einmal einen weißen und einmal einen schwarzen Ziel. Und dann gibt es noch die Sumpfschuppenlackierung dazu, die gibt es allerdings nur in einem einzigen Ziel. Und dann haben wir hier als nächstes den Scharlach-Natter-Skin. Hier haben wir auch wieder zwei verschiedene Ziele. Einmal den Standard-Ziel und dann den goldenen Ziel. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und dann haben wir dazu noch die furchtlosen Fangzähne als Spitzhacken. Natürlich auch wieder hier genau die gleichen Varianten. Und dann haben wir noch den Himmelsnatter-Gleiter dazu. Hier natürlich auch einmal einen weiß-goldenen und einen rot-schwarzen Ziel. Dann habe ich jetzt nächstes noch den Lay-Skin, auch mit mehreren Stilen, nämlich einmal ein Standard-Stil und ein Modestil. Dann noch den Paradox-Skin, eine Allsicht-Spitzhacke und dem Equilibrium-Gleiter. Dann haben wir zunächst die Überlebenskünstlerin noch. Dann den Sichelschläger, der war glaube ich schon sehr, sehr lange tatsächlich nicht mehr im Shop. Und dann haben wir noch den kleinen Schritt-Emote. Dann den Weiß-Skin, als nächstes noch den Mathe-Tanz. Und dann als letztes noch den Schattentraining-Emote. Das war es dann auch schon soweit mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.